Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich eröffne die Plenarsitzung, die 58. Sitzung, begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind zur Tagesordnung noch eingegangen, verteilt, dringlicher Antrag der FDP, Bildungs- und Betreuungsgarantie aussprechen, Recht auf Bildung gewährleisten, pandemiesicher beschulen, Drucksache 204062, Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Punkt 94, können wir mit nach Top 84 nach der Aktuellen Stunde der Fraktion DIE LINKE und dem Top 69 im Antrag der Fraktion der AfD zu diesem Thema aufrufen, ohne Aussprache abstimmen. Ja, ist schon klar. Ich will dich mal testen. Ja. Also alle anderen haben es gemerkt. Gut, dann ist noch eingegangen und verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion Linke und SPD betreffend Schulen auf Corona-Winter vorbereiten, Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und so weiter und so fort. Drucksache 204064. Dringlichkeit wird auch hier bejaht. Dann ist das Punkt 95 und kann, wenn niemand widerspricht, ebenfalls nach Top 84, aber natürlich abends dann bei den Abstimmungen aufgerufen werden und abgestimmt werden. Ausdrücklichen Wunsch von Günter Rudolph. Dann hat die Fraktion der Freien Demokraten mir mitgeteilt, dass der Tagesordnungspunkt 63, Entschließungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 203948, betreffend Gebrauch von rechtlichen Möglichkeiten erfordert Zurückhaltung der Landesregierung, Landtag missbilligt Aussagen des Finanzministers zur Klage der Stadt Frankfurt nach Top 85 und Top 88. Auch Aktuelle Stunden der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN CDU aufgerufen und dann abends abgestimmt wird. So, zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute voraussichtlich bis 20 Uhr, aber es kann auch zügiger werden, liegt an Ihnen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 75, dem Entschließungsantrag der Fraktion CDU BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Hessens stationäre Versorgung ist auch in einer ernsten medizinischen Situation gut aufgestellt. Der wird zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 93, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend stationäre Versorgung sicherstellen, Beschäftigte schützen und stärken, aufgerufen. Wir haben heute vorgesehen eine einstündige Mittagspause. 30 Minuten nach dem Ende der Plenarsitzung tagt heute der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hier im Plenarsaal. Und heute Abend stimmen wir gebündelt, wie üblich, alles ab, was abgestimmt werden muss. Dann zur Organisation. Die Schnelltestungen finden heute von 18 Uhr bis 21 Uhr im Foyer vor dem Medienraum sowie in den Räumen 101p und 102p statt. Der Personenkreis, für den die Schnelltestungen in den Räumen 120m, 121m vorgesehen war, wird gebeten, sich im Foyer testen zu lassen. Dort befinden sich zwei Teststationen. Entschuldigt fehlen heute der Abg. Honka, der Abg. Papst-Dippel, Abg. Erich Heidkamp, Abg. Woldorf, der Ministerpräsident, Staatsminister Beuth, Staatsminister Axel Wintermeyer von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Weitere Entschuldigung, bitte, Kollege Wilzenhausen. Ich möchte Frau Kollegin Sader-Zömnitz heute entschuldigen. Gut, halten wir fest im Protokoll. Weitere Entschuldigungen liegen nicht vor. Dann könnten wir in die Tagesordnung einsteigen.